Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei unserem Karibik-Abenteuer von Tortuga to Treasures. So, jetzt müssen wir ein bisschen drauf achten. Jetzt haben wir hier zwei große Kriegsschiffe, mit denen wir uns anlegen müssen. Das wird nicht mehr ganz so easy. Wenn wir übersehen, wollen die uns auch an die Takelage, die Borschens. Sowas mag ich natürlich gar nicht. Ich lasse mir nur sehr ungern an die Takelage pissen. Mal gucken, ob wir die Borschens hier irgendwie wegkriegen. Die setzen unseren Segeln aber ganz schön zu. Problem ist halt auch, das kostet uns jede Menge Mannschaft, ne? Weil die ganzen Seeleute, die in der Takelage hängen, natürlich auch erwischt werden. Oh, wir sind Untiefen. Sollten wir uns ein bisschen vorsehen, dass wir hier nicht auf den Riff auffahren. Ja, ist gut, dass wir machen gut Schaden. Wir machen einigermaßen gut Schaden. Und wir haben großes Glück, dass die Hafenverteidigung nicht noch mitballert. Schnell nochmal ein Wendemanöver. Das Gute ist, wir haben jetzt sogar hinten noch Kanonen. Das macht es ein bisschen angenehmer noch. So, das Schiff ist schon einigermaßen runtergeballert. Das brennt auch schon einigermaßen. Würde mir mal ein bisschen mehr Reichweite irgendwie wünschen. Wir müssen ziemlich dicht dran in der Regel, um hier wirklich noch Breitseiten abzufeuern. Haben sie glatt wieder unsere Segel erwischt. Aber deren Plan wird nicht aufgehen. Sie zerfetzen unsere Segel. Gucken, dass wir wieder ein paar Mannschaften hier kriegen. So. Ach Mist. Immer knapp daneben, aber knapp daneben ist leider auch vorbei, ne? Knapp daneben ist leider auch vorbei. Ja, so langsam aber sicher haben wir keine Segel mehr. Muss man ein bisschen drauf aufpassen hier.
Vor allem vor den Untiefen müssen wir auch aufpassen, ne? Nicht, dass wir hier irgendwo auf den Riff auflaufen. So, das eine Schiff dürfte gleich hinüber sein. Aber ich denke, man merkt auch schon ganz gut, wie lange sich die Kämpfe jetzt auch schon hinziehen. Ne? Dauern mittlerweile schon recht lange. Ja, das dürfte sich gleich erledigt haben. Das Schiff dürfte gleich weg sein. So, das war Nummer 1. Das war Nummer 1. So, dann können wir gleich unsere Mannschaft wieder ein bisschen auffüllen. So. So mag ich das am liebsten. Schön auf Kosten des Gegners seine Mannschaft wieder in Ordnung bringen. So, sehr gut. Ruhe im Schiff. Kurs auf Hangman's Hideout, Blind Willy. Charlie Vane schuldet mir noch meine Hawkwind und sein Leben. Hi, Captain. Endlich wieder ein vernünftiger Schiffsname. Was? Wie gesagt, Captain, Miranda für eine Korvette und Prospero für ein Linienschiff, das sind keine normalen Namen. Das bringt Unglück und Unruhe unter den Männern. Ich verstehe nicht, warum die Engländer an Bord kommen wollten. Sie feuerten keinen einzigen Schuss ab, aber sie wollten an Bord. Warum? Das macht mich nervös. Ei, das ist ein Rätsel, Captain. Apropos Rätsel. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Thomas Blythe. Jetzt, wo du dich als fähiger Pirat erwiesen hast, würde ich gerne nach Hause. Blinde Passagiere erwartet was? Die Planke, Captain. Die Planke? Ich hab dich gerettet und du schickst mich auf die Planke. Vater hatte recht. Ihr solltet alle hängen. Feiglinge. Wir setzen Kurs auf Kingston. Thomas Blythe hat kein Interesse, in der Schuld einer Frau aus edlem Hause zu stehen. Bitte entschuldigt mich eure Schamlosigkeit. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich zu arbeiten. Vorsicht, Captain. Wir hatten Auge auf dich. Ich weiß. Ja, welch Frauenhelden. Wir haben sogar eine relativ gute Genauigkeit diesmal mal erwischt. Gar nicht mal schlecht. Knapp 75% Genauigkeit. So, und jede Menge Gold. Ich würde mal sagen, wir werden mal ein bisschen was investieren. Und zwar nochmal in etwas Munition. Das können wir uns ruhig mal ein bisschen gönnen. Rest ist alles voll. Wir haben 6000 Gold noch. Denn in nächster Zeit werden wir ein bisschen panzerbrechende Munition wahrscheinlich verbrauchen. So, dann auf zum nächsten Kapitel. Geht's von Drain Island wieder nach Kingston. So wie es aussieht, werden wir eure Rückkehr noch etwas verschieben müssen, eure Durchlaucht. Na, wenn du Angst hast, rudere ich selbst an Land. Nicht, bis ich weiß, was los ist. Ich spüre Blackbeards Nähe. Okay, schleiche dich mit dem Beiboot nach Kingston. Na dann. Auf geht's, ab geht's. Problem ist natürlich wieder, es ist Nacht und hier sind mehrere Patrouillenschiffe. Und ich sehe im Horizont schon wieder jede Menge Beute, die ich mir einsacken könnte.
Ich glaube, dann gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Hier sind nämlich so viele Sprengfässer. Und wir brennen halt leider Gottes schon. Genau wie ich vermutet hatte, stieß ich auf die Black Death, Blackbeards Schiff. Zweifellos nutzte Blackbeard die Tatsache, dass der Gouverneur in einen Zombie verwandelt worden war, zu seinem Vorteil aus und plünderte Kingston. Eine Handlungsweise, die ich durchaus nachvollziehen konnte. Aber Blackbeard hatte auch die Karte, die zu Morgens Schatz führte. Meine Karte. Und ich glaubte, sie aus seiner Kajüte heraus nach mir rufen zu hören. Mal gucken. Da ist gerade ein Schiff abgesoffen. Das ist schon mal gut für uns. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich hier aus Versehen übersehe, wo noch ein Sprengfass ist. Ach, Mist. Oh Gott. Boah, jetzt liegt sie weg hier. Gute ist halt, dass noch jede Menge Sprengfässer da sind. Müssen halt bloß aufpassen, dass wir nicht zu dicht irgendwo reinsegeln. So, okay, da hat es wieder ein Schiff zerrissen. Na gut. Mehr Beute für mich. Einzige Problem ist jetzt natürlich, wir haben kaum noch Sprengfässer, die wir nutzen können. Hier sind noch ein paar. So. An Kisten scheinen wir auf jeden Fall schon mal alles gefunden zu haben. Jetzt sind bloß noch da hinten ein paar Kisten. Hm. Ja, das eine Schiff hier, was uns verfolgt, ist auch schon fast down. Also wenn wir es hinkriegen sollten, das zu locken. Ich denke mal, ein Sprengfass sollte vielleicht schon reichen. Gucken wir mal, ob das reicht. Nee, hat noch nicht gereicht, okay. Hat auch noch nicht gereicht. Ach, da hinten ist auch noch ein Piratenschiff. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ne? Das Schiff da hinten zerlegt gerade die ganze Zeit unsere Korvette, wie es aussieht. Das ist ein bisschen unschön. Naja. Legen wir mal an Land. Ich hätte gerne noch ein weiteres Schiff ge... Oh, wartet mal, hier ist noch eine Truhe. Die kann ich natürlich unmöglich da lassen. Hm. So, sehr schön. Ja, zwei Schiffe versenkt. Jede Menge Items eingesammelt, 12 Stück. Und knapp 2000 Gold eingesammelt. Zusätzlich. So, dann gucken wir mal, wie es in der Stadt aussieht, ne?
So. Ab, wir sollen das Schiff entern. So, unser altbekanntes Spielchen wieder. So. Klappt immer noch am besten. Engstellen suchen und die Piraten dann hier in die Falle locken. Ach, da kommt wieder ein Captain, ne? Was soll das? Ist halt echt ärgerlich, dass man das nicht blocken kann. So, den haben wir. Den haben wir erledigt. So, wir sollen in die Kajüte, glaube ich, ne? Tut mir leid, aber Kingston akzeptiert gerade keine Passagiere. Ankerlichten und macht schnell! Du hast wirklich Talent. So schnell hast du die Aufmerksamkeit des gefährlichsten Piraten der Karibik auf uns gelenkt. Glückwunsch. Danke. Ratet, was ich hier habe. Nicht der beste Moment, mir deine Gefühle zu gestehen. Segel setzen! Wieder daneben. Es ist die Karte zu Henry Morgans Schatz. Aber mein Vater hat diese Karte. Wo ist er? Was ist mit ihm geschehen? Nun, leider versucht die Person, die Antwort auf diese Fragen weiß, uns gerade umzubringen. An die Kanonen! So, sehr schön. 18 von 18 Gegner gekillt. Und wieder ein bisschen Klasse an Kleingeld. So, weiter geht's. Müssen wir bestimmt noch mal entkommen. Ah ja, Schlacht um Tortuga, um Kingston. Ach, einer meiner größten Fehler ist meine weiche Ader. Um Catherine zu trösten, erzählte ich ihr doch tatsächlich alles, was ich wusste. Zum Glück war das nicht viel. Ich erzählte ihr von der Karte zu den Opfergaben des Barons und ich erzählte ihr von dem Fluch. Sie glaubte mir nicht, als ich ihr sagte, dass der Gouverneur tot war oder besser gesagt untot. Naja, ich hatte ja auch nicht an Voodoo geglaubt, bevor ich das Geisterschiff mit meinen eigenen Augen gesehen hatte. Dann vervollständigte ich die Geschichte und berichtete noch von Morgans Schatz, Blackbeards Verrat, Sanguas Tod und Zoes Ermordung. Aber sie hörte mir gar nicht richtig zu. Als ich zum Schluss kam und ihr sagte, dass sie während des nächsten Vollmonds auch ein Opfer des Fluchs werden würde, rief plötzlich der Ausguck zu uns herunter. Vane und die Hawkwind schlossen schnell zu uns auf. So, wir werden mal auf panzerbrechend umwechseln. Einziges Problem an der Sache ist natürlich, dass wir... Blackbeard und Vane suchten das weiter. Es war zu schmeichelhaft anzunehmen, dass sie sich vor mir fürchteten. Sie wussten offenbar, dass die Überreste der englischen Flotte auf dem Weg hierher waren. Jetzt kommen wir hier nicht raus, glaube ich das? Was gut ist, wir machen ganz gut Damage damit. Einzige Nachteilige ist halt, wie gesagt, die Nachladerate. Die ist sehr, sehr gering. Gucken, ob wir noch ein bisschen was an Besatzung retten können. Ja. Besatzung brauchen wir auf jeden Fall. Das hat schon mal gesessen.
Müssen wir bloß noch mal warten, bis wir wieder nachladen. Oh, Beute. Segel werden eingeholt. Oh, das hat schon mal gut Schaden gemacht, ne? Besatzung können wir auch gleich wieder einkassieren. So, da kommen jetzt noch mal ein paar Schiffe. Warten wir kurz die Beute ab. Okay, das ist ein bisschen größer, das Schiff anscheinend. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, wir machen hier einen ganz kleinen Cut und werden die entscheidende Schlacht uns in der nächsten Folge anschauen. Gerne wieder fleißig kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten schlachtreichen Folge hier bei Tortuga to Treasures. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.